dump truck in the flesh. Here comes the cootie squad. You should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's right here. Oh, my God. Jetzt gleich zur Arbeit. Ich habe ja auch Frühstück gemacht und Liana schläft noch. Richtig süß. Tschüss. Ciao. Ein Kuss für die Kamera. Als ob wir uns so nicht verabschieden. Mhm. Nee, normalerweise küssen wir uns nie. Wir sind echt eigentlich gar nicht zusammen. Wir machen das alles noch mit die Kamera. Ich reinige hier gerade die Kaffeemaschine, wie man vielleicht hören kann. Also es ist tatsächlich so, wenn Juli oder auch Leo halt mal nicht so oft in den Vlogs sind, dann heißt es direkt, oh mein Gott, seid ihr noch zusammen? Ich habe heute Nacht die ganze Zeit TikToks geguckt. Ey, wir haben das nur aus Spaß eigentlich wieder angefangen und das macht einfach so krass süchtig. Also falls ihr noch nicht auf TikTok seid, dann lasst es lieber, weil es macht süchtig. Alleine schon sich die ganze Zeit einfach nur unnötig Videos anzugucken. Also, ja. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass man den ganzen Tag Ohrwürmer hat von den ganzen TikTok-Liedern. Salakadoo, magical boo, the pipidi papidi. Peppa. Bist du ein Fan von Peppa? Ja. Willst du gucken? Später, okay? So, also, der Plan sieht wie folgt aus. Heute. Kat und ich wollen für unseren Adventskalender, wir haben euch ja schon im letzten Vlog darüber erzählt. Hallo? Ja. Ma, ich habe doch gesagt, ich bringe sie zu dir. Und zwar, Oma. Eliana wird heute mit Oma den Tag verbringen, weil Kat und ich werden heute den ganzen Tag drehen und Bilder machen. Ja, wir müssen noch was essen. I can take a man if I want to, but look for you, I want to. I can take a man if I want to. Ey, ich sag euch TikTok, ja? Ja, TikTok, sag mal TikTok. Hey, gib mir deine Hand, lass mich machen. Ich will deine Hand abputzen. Du hast aber schmutzige Hände. Und einen schmutzigen Mund. Hand. Tja, da kommst du jetzt nicht drum herum. Roxanne. Roxanne. Na, 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 na. God damn. God damn. Ma, sag mal hallo, guten Morgen. Sag wieder hallo. Ma, sag du hallo. Mama hat gesagt, ich sehe heute aus wie Claudia. Aus Cindy Crawford. Fällt euch das auf? Ja, ich habe hier meinen Pickel ausgedrückt und da ist eine Wunde entstanden, halt so eine Kruste und sieht aus wie so ein Muttermal. Mir ist aber schon mal passiert, dass ich einen Pickel ausgedrückt habe und da ist auch eine Kruste entstanden und daraus wird dann ein Muttermal. Vielleicht wird daraus ein Muttermal. So, und jetzt Mama, mach du mal unser Intro. Ma, sag mal guten Morgen, Leute. Heute mache ich mal, Nein, Eliana macht das. Ma, warum? Eliana kann doch nicht mal eine Kamera halten, aber du schon. Sagt man denn heute? Jetzt klingelt. Ja. Eliana, wer ist das? Wer ist das? Post. Post, Eliana. Das ist nicht Leo. So, jetzt komm. Jetzt ist niemand mehr da. Komm. Katharina, lass mal.
Hey, Ma, du musst noch guten Nein, Morgen. Nein, ich genug nicht. Ma, sag einfach nur guten Morgen, Leute. So, guten Morgen, Leute. Du musst mal die Kamera in der Hand haben. Nein, ich habe keine Lippen. Ma, willst du berühmt werden oder nicht? Da muss man lernen, wie man die Insta-Musik machen. Ich weiß nicht wie. Musik? Immer, ich zeig's dir erst, wenn du sagst, guten Morgen, Leute, komm hier. Halt die Kamera. So muss ich noch Lippenstift machen. Ma, du musst keinen Lippenstift mehr tragen. Ma, wir sind hier uncut. Oh, muss ich jetzt anziehen, Jana? Bitte? Sollen wir dich umziehen? Wir gehen einkaufen. Und wieder zurück? Toll, super, super machst du es. Oh, da fehlt noch was. Hast du da deine Babys? Die mag, Jana mag diese Toni-Box-Figuren voll. Ja. Und kuschelt also voll mit denen und gibt denen immer einen Kuss und sagt so, Baby. Kat und ich sind jetzt gerade schon fleißig am Shooten. Ich kann euch schon mal so einen kleinen Sneak Peek zeigen, was es so alles zu gewinnen gibt. Weil die shooten wir jetzt nämlich gerade. Und zwar unter anderem tada, von Just Spices. Also richtig geil. Die haben uns einfach so eine riesen Box zusammengestellt mit allen möglichen von Gewürzen. Und ihr wisst ja, dass ich schon sehr, sehr lange Just Spices verwende. Und ich habe es auch schon öfter gezeigt. Und deswegen finde ich es umso besser, dass die bei unserem Adventskalender dabei sind. Weil eigentlich alle Gewinnpakete sind alle Sachen, die wir selbst auch gerne verwenden. Und ja, das war uns sehr, sehr wichtig. Aber Leute, ich kann euch sagen, das war noch nichts. Also es wird noch so, so krasse Sachen geben. Ich dachte, ich zeige euch schon mal einige Gewinne. Die Canon Zoe Mini S, richtig, richtig geil. Mit Sheets sogar. Dann von Braun haben wir das Silke Peel 9. Und auch das hier. Genau, dann für ihn, das ist beides für ihn, zum Rasierer. Genau. Und das ist geil. Das und das Smart IPL. Also Leute, ihr könnt euch auf was freuen. Also es kommen noch krassere Sachen. Also wir wollen es selber haben. Einige Gewinne, die wir verlosen, haben wir selbst nicht mal. Nee. Und würden wir uns selbst wünschen. Aber ja. Ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen. Freue mich mega. Also es macht richtig Spaß, jetzt die Sachen vorzudrehen. Weil wir dachten, produzieren wir schon mal vor. Genau, weil man weiß ja nie, vielleicht schaffen wir es dann nicht, ein Bild zu machen oder so. Dann wäre es halt zu schade, weil wir haben wirklich 24 Türchen voll. Ist einfach krass, ey, wenn wir heute alle 24 ja, Sachen gut. machen. Das schaffen wir nicht. Aber dann haben wir einfach für Dezember, können wir voll chillen. Ja, so haben keine Bilder machen, wir haben schon alles. Aber nee, wir müssen einiges machen. Kat und ich sind jetzt fertig mit dem Dreh. Es ist jetzt nämlich schon dunkel. Und fürs Videos und Bilder machen braucht man natürlich Licht. Und ich finde es so krass, wir haben jetzt 16 Uhr. Und es ist einfach schon dunkel. Und ich muss sagen, heute geht's sogar, weil die letzten Tage ist es schon viel früher dunkel gewesen. Das ist echt richtig krass. Wir haben 12 Türchen haben wir geschafft. Krass, oder? Mhm. Hey, war mal. Hey, war da 12 Türchen? Ja, jeder 6. Ja, 12 Türchen haben wir geschafft. Und nur noch Bild, Bild und Video. Bild und Video, ja. Ist schon krass. Also heute waren wir richtig produktiv, du. Morgen fahren wir übrigens nach Heidelberg, weil wir haben ein Meet and Greet. Und zwar wird dort auch ein Purelay-Event stattfinden. Wir feiern nämlich in den Black Friday. Ich kann nicht mehr reden. Wir feiern nämlich in den Black Friday rein. Und es wird ein Piercer da sein, es werden Food Trucks da sein, es werden ganz viele Zuschauer da sein, es werden auch viele andere Influencer da sein. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird richtig cool und ich überlege mir sogar, so ein zweites Ohrloch stechen zu lassen. Also jetzt nicht, also jetzt kein Piercing oder so. Das traue ich mich nicht, weil die meisten, die ich kenne, die sich ein Piercing stechen lassen haben, bei denen ist es immer direkt entzündet und auch über Jahre noch später hat es sich noch weiter entzündet. Deswegen dachte ich, nee, das lasse ich lieber sein. Aber so ein zweites Ohrloch habe ich mir schon mal gestochen, das ist aber wieder zugewachsen. Hier, genau hier habe ich mir ein zweites Ohrloch selbst gestochen. Einfach mit einem Ohrring reingedrückt. Fertig. Und diesmal lasse ich es professionell machen. Ja, habt ihr das eigentlich auch schon mal gemacht? Ein Ohrloch selbst gestochen?
Kommentiert es gerne mal in den Kommentaren, weil ich habe das Gefühl, das hat jeder gemacht damals. Also Paddy hat es gemacht, Katrin hat es gemacht. Hast du es gemacht, Kat? Was? Hast du dir selbst mal ein Ohrloch geschaffen? Krass. Ich meine, seitdem ich, also, da konnte ich mich noch nicht mehr dran erinnern. Ja. Deine Mutter hat dich einfach nicht entscheiden lassen. Ja, Eliana hat ja noch keine Ohrlöcher. Wir warten, bis sie selbst entscheiden kann, ob sie Ohrlöcher haben will. So ein heimlicher Shade, Alter. Ja, also viele, also auf die Philippinen zum Beispiel, da macht man das schon mit 2 Monaten oder so, also richtig früh. Okay. Hallo? Hey, Anna, könntest du mir einen Gefallen tun? Ja. Ich bin gerade hier an der Straße, versuche die ganze Zeit mit dieser blöden App Taxi zu kriegen. Ich habe sie mir runtergeladen, krieg's nicht hin. Ich weiß auch nicht, es sagt immer, es lädt immer irgendwie ab und ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt alles mögliche angegeben. Kreditkarte, mein PayPal, Bar bezahlen, das will einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Also wo bist du jetzt gerade? Ich schicke dir gleich meine Adresse. Ich kann auch dann auch da sein, gar kein Problem, nur brauche ich noch ein Taxi. Okay, ja. Ich schicke dir gleich meine Adresse. Danke, ja. Bis gleich. Ciao. Okay, das wäre jetzt gerade unsere Cousine. Die ist gerade in Berlin. Ich bestelle dir jetzt von Pforzheim aus ein Taxi in Berlin. Ich hoffe, das klappt. Oh. Wer ist wieder zurück? Sag mal hallo! Hallo! Was war das denn? Willst du das hier aufziehen? Ich glaube, das passt hier. Oh, wow! Wow. Das passt perfekt! Guck mal! Soll ich aufziehen? Peace. Wir drehen gerade einen TikTok. Das ist so witzig. Okay. Aren't the dump truck in the flesh? Here comes the cootie squad. You should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my god. Dang, dang, diggity, dang, 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 diggity, dang, dang. Also nach dem Sorry muss ich es machen. Ja, genau. Sorry. Nach dem Sorry. Okay. Seid ihr bereit? Dump truck in the flesh. Here comes the cootie squad. We should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my. Aren't the dump truck in the flesh. Here comes the cootie squad. We should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my god. Oh, okay, nochmal. Aber Mama kommt gar nicht zu ihrem Tag. Also, nach dem Sorry. Ja. Aren't the dump truck in the flesh? Here comes the cootie squad. We should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my god. Dang, dang, diggity, dang, 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 diggity, dang. Okay, look. So spät. Ma, look who's with her. Oh my god. Ma, get schnell. Aren't the dump truck in the flesh? Here comes the cootie squad. We should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my god. Dang, dang, diggity, dang. Okay, noch einmal, das ist serious business hier. Ma, du musst deinen eigenen Account machen. Ja, hab ich schon. Hast aber du schon? Okay. Ach, das schon, okay. Mein Papa, einen Gruß, der kocht gerade mit dir. Was ist das für eine Bedingung? Ja, es ist ja nicht alles umsonst im Leben. Auch ja, unsere Tochter muss den Beitrag leisten, wenn es nur ein Kuss ist von mir. Gell? Juli kocht gerade. Was kochst du denn Schönes? Komm, erzähl doch mal. Ich koche ein köstliches Tomatensüßlein mit Trüffelgnocchi. Ist es Trüffelgnocchi? Ja. Echt? Klar, ich habe die wegen dir geholt, aber wir schon müde essen. Sei mal schön. Okay, dann probiere ich auch. Ja, du musst aber gleich los. Ich werde jetzt gleich gehen und hole Cut ab. Dann, genau, werden wir heute ausnahmsweise mal was mit den Mädels machen. Ausnahmsweise mache ich ja nie. Hä? Wir haben echt in letzter Zeit voll selten was gemacht. Guck mal, wann habe ich das letzte Mal mich mit Paddy und Katrin getroffen? Dein Handy. Was? Mitnehmen? Ja, dein Handy ist bei mir. Wer weiß, kannst du mein Handy mitnehmen? Ja. Bist du schon müde? Bis ich rausgefunden habe, dich anzurufen. Ich habe mir so, oh mein Gott, wie mache ich das jetzt? Warum ist Leo nicht zu Hause? Okay. Ja, ich fahre jetzt los. Okay, nimm mein Handy mit.
Was bist du? Sabine. Ah, okay. Dann bis gleich. Ciao. Wir haben uns gerade mit den Mädels getroffen. Kat fährt sich gerade selbst heim. In alone at home. Findest du es gruselig alleine? Nö, gar nicht. Also ich habe am Anfang gedacht, ich finde es gruselig, weil es ein altes Haus ist. Gar nicht. Ich bin auch voll oft alleine unten und so. Manchmal gehe ich sogar alleine in den Keller, wenn ich die Hasen fütter. Ich finde es gar nicht gruselig. Ich finde es schon manchmal gruselig. Bei dir zu Hause? Mhm. Ja, was ich nur gruselig finde, ist, wenn es bei mir voll windet. Und irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen es mal checken lassen mit diesem Kaminschacht. Aber der Wind geht dann irgendwie rein durch diesen Kaminschacht und dann macht es ganz komische Geräusche. Ganz, manchmal verschieden. Manchmal, der Kaminschacht ist genau neben unserem Bett und manchmal hört sich's an, als würde so eine Frau neben mir stehen und so machen. Und einmal war es so richtig so. Die ganze Zeit. Toll. Am Anfang, bis ich aber auch gecheckt habe, dass es der Kaminschacht ist, gell? Ja, das ist halt das Gruselige. Ja, ich finde auch so, oh mein Gott, was ist das? Oder noch gruseliger finde ich, manchmal macht Alexa ein Update. Und es macht dann so ein komisches Geräusch. Und dann leuchtet Alexa nachts, wenn es dunkel ist, grün die ganze Zeit. Das finde ich gruselig. Ich finde Alexa ist eh gruselig, also. Ach, sind das ist das, was ich gruselig finde. Manchmal gehen die Lichter einfach an und aus. Gruselig. Ja. Jetzt. Also. Oh, jetzt fahre ich selbst heim. Ja. Also, ich sag mal Tschüss. Also dann. Ciao. Ciao.